ich möchte euch jetzt noch kurz zeigen, was ich beim Action heute bekommen habe. Und da ist nämlich einiges wieder dabei. Und zwar habe ich diese Blumen, bisschen verbogen, diese Blumenkästen, Blumenhängerchen mitgenommen. Und ich suche ja immer noch so ein bisschen nach einer Aufbewahrung für meine Kleine, wo sie ihre Stifte reinpacken kann, wenn sie wieder irgendwo rüber will, weil irgendwie die Boxen, worin sie drin sind, wenn sie in der Schublade ist, benutzt sie nicht, dann holt sie sich die immer raus. Und dann dachte ich, wenn sie das dann da reinmacht und das hängen wir dann am Tisch auf so einen Haken, dann hat sie es zum einen, oder wir stellen es einfach auf den Tisch, man muss es ja nicht hängen, dann hat sie es zum einen griffbereit am Tisch, aber kann es einfach nehmen und ich hoffe, das funktioniert dann besser, als wenn es dann eben in der Schublade ist. Und eins habe ich mir auch mitgenommen, weil ich das eigentlich eine coole Idee fand, gerade so für diese Chalk, also Kreidemarker, nicht Kalk. Sie hat sich die Farbe ausgesucht, ich bin safe bei dem Weißen geblieben, von daher, ja. Dann habe ich mitgenommen diese Gläser, da stand Teelichter drauf, aber ich finde die etwas groß, wobei, jetzt wartet mal, habe ich hier nicht noch dieses große elektrische Teelicht? Habe ich das jetzt nicht? Hier, habe ich doch gerade gesehen. Das passt hier auch gut rein, fast. So, also, es stand Teelicht drauf, Teelicht Glas, Teelichtbehälter. Sie hat sich diese Motive ausgesucht. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab auch nur zwei, wenn ich mich nicht täusche. Aber ist ja auch wurscht. Aber was ich mir dachte, du kannst hier wunderbar auch Kerzen eingießen. Es gibt ja diese Zitronenkerzen, die es, glaube ich, auch beim Action gibt. Aber ich habe hier auch noch Kerzenmasse zum Eingießen. Einfach ein paar Tropfen ätherische Öle oder irgendwas rein. Und ich habe auch Docht, sowohl Holz als auch normale Kerzendochte, weil ich bei manchen Kerzen zu viel Wachs noch übrig habe. Und diese Reste, die schütte ich mir dann immer irgendwo rein. Also wenn ich sie gerade anhab, dann ist es schon flüssig und dann kippe ich das einfach immer irgendwo rein. Also je nachdem, was ich halt gerade befülle. Und du kannst ja solche Gläser, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Gläser vom Action hernehme, wo die Kerzen drin sind, die kannst du ja immer wieder verwenden. Und wenn das Wachs dann gerade noch heiß ist, dann ja, hast du keinen Mehraufwand. Aber wenn du da dir einen Docht reinpackst und dann immer wieder diese Reste reinkippst, hast du irgendwann eine ganz bunte neue Kerze. Und die brennt sich ja dann von oben nach unten ab. Das heißt, je nach Duft hast du halt dann je nach Schicht immer einen anderen Duft. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz charmante Idee, um das nicht verkommen zu lassen oder dann erst mit viel Aufwand erstmal aufwärmen, schmelzen lassen, bla bla bla. Sondern man kippt sich das halt dann immer direkt ein, wenn man merkt, okay, da ist jetzt nicht mehr viel Wachs oder nicht mehr viel Docht übrig, damit es anbleibt. Dann kippt man sie es gleich in so ein vorbereitetes Glas, bis es halt dann voll ist und dann kannst du sie ja abbrennen lassen. Genau, und dafür habe ich jetzt auch nochmal solche Gläser hier mitgenommen. Vielleicht wandern die dann auch in den Garten. Paar würden ja passen vom Motiv her. Da war ich ganz glücklich drüber, dass ich bei diesen Folien hier geguckt habe, weil da gab es ja doch immer nur so Standard öde Folien und das war die einzige davon, da hätte ich gerne vielleicht sogar 2, 3, 4 mitgenommen, weil die echt auch günstig sind. Ich glaube 1,50, 1,49 oder so und das ist halt voll meins, ne? Das ist so Regenbogenmotiv in so einem Gold. Also richtig, richtig schön. Das war echt leider nur noch dieses einzige. Dann hier, das fand ich eigentlich auch ganz schön mit diesem unregelmäßigen Karo und natürlich hier dieses marmorierte und ich möchte hier, ich habe jetzt auch zwei, kann ich euch mal zeigen, zwei von diesen hier mitgenommen. Ich habe einfach
zwei Stück geschnappt und das waren halt, das war halt das Motiv. Aber ich werde mir die Rückseite bekleben. Deshalb die Rückseite, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das durch die Folie trotzdem durchschimmert. Und da ich ja dann, und dann kann ich ja trotzdem noch diese blumige Seite verwenden und mache mir zwei Stück aufeinander, damit ich diesen Platz, vielleicht schneide ich es mir dann noch ein bisschen zusammen, damit ich einfach eine große Unterlage habe zum Videos machen. Genau, und dafür habe ich jetzt diese Folie auch mitgenommen, da wollte ich sowieso gucken. Und ich habe es zum Glück auch nicht vergessen, weil ich dann, weil da läuft man genau dran vorbei. Und dann habe ich es auch gesehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es doch so schöne Motive gibt. Wobei das, ja doch, das ist schon auch, hat schon auch irgendwie was. Aber das werde ich dann wahrscheinlich verwenden, weil das halt sehr neutral ist und nicht zu viel Unruhe reinbringt für den Hintergrund. Und da muss ich mal gucken, ob ich das nicht sogar für irgendein Projekt verwende. Hier wird es zum Beispiel auch für Möbel gemacht, aber ich meine jetzt eher so für, ja, so für Aufbewahrungsboxen oder so. Kann man ja wunderbar verwenden. Sie sind ja selbstklebend. Genau. So, und was ich auch schon länger auf der Liste hatte, weil wenn ich hier im Bastelzimmer bin, habe ich immer wieder das Problem, dass ich mal schnell einen Schraubenzieher brauche. Und hier gibt es diesen kleinen, da habe ich mich richtig gefreut, dass ich den zum einen gefunden habe, dass es ihn dort gab und dass ich auch dran gedacht habe, ich finde den mega. Jetzt mal, schaut mal. Du hast hier verschiedene Aufsätze und hast du alles hier drin. Wie kommt das jetzt rein? So. So, und der ist so klein und handlich, den tue ich mir jetzt irgendwo da in die Schublade oder so rein und dann habe ich da einen Schraubenzieher. Ich muss nicht immer rüberrennen und den riesen Schraubenzieher holen. Okay, wie kriegt man das aber besser raus? Naja gut, mit Nägeln geht es schon. Aber da müsste vielleicht irgendwie so eine Griffmulde, irgendwie so eine Aussparung sein, dass man es besser rauskriegt. Aber das ist jetzt, ne? Ich finde den super, super toll. Echt. Also jeder, der ein Bastelzimmer hat und solche Sachen ab und zu mal braucht, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, für was das war, aber ich habe halt dann hier diesen Rollo, den ich ans Regal gemacht habe, den ich jetzt trotzdem immer oben habe, weil ich dachte, das macht den Raum so ein bisschen ruhiger, wenn das geschlossen ist, habe ich so Rollos dran gemacht. Und dann musste ich jedes Mal rüberrennen, weil irgendwas gefehlt hat, dann brauche ich wieder einen Schraubenzieher gebracht, blablabla. Und hier hast du halt echt jetzt alles drin, was man so standardmäßig braucht. Und zur Not kannst du den halt auch in deinen Akkuschrauber packen. Wobei bei den Akkuschraubern ist das ja meistens auch schon mit drin. Also selbst wenn du einen Akkuschrauber hast, der mehr Aufsätze hat, kannst du das dann auch da reinpacken. Also wie cool ist das denn bitte? Da habe ich gleich noch einen zweiten mitgenommen. Den lasse ich jetzt auch nochmal noch verpackt, weil ich mir noch nicht sicher bin, für wo ich den bunkern möchte. Aber hier für mein Zimmer ist das echt cool. Richtig, richtig nice. Dann habe ich uns mitgenommen Leinwände, eine riesige Leinwand, auch vom Action, das war bei dem Einkauf davor, und diese Strukturpaste. Ich habe die drüben. Und hier gab es diesen ganz einfachen, neutralen Wischer, Abzieher mit so einem Saugnapf. Und das fand ich jetzt schon wiederum richtig nice, weil du den dir dann irgendwo hinhängen kannst. Ich wollte ihn jetzt natürlich verwenden für unsere Aktion mit der Leinwand, weil wenn du die einfach ein paar Tropfen von der Farbe hinpackst und dann einfach mit dem Zieher da runterziehst, dann entstehen wunderschöne Kunstwerke und ich denke, das wird meiner Kleinen auch gut gefallen. Von daher durfte das Ding mit und vielleicht packe ich ihn dann tatsächlich auch ins Bad oder so. Mit dem Saugnapf ist der ja überall so ein bisschen dran gepinnt, ne? Bleiben wir mal bei dem Werkzeug, da habe ich nämlich noch einiges gefunden und echt
spottbillig. Also, die Zange hat meine Kleine gefunden. Die hat eine richtig schöne Größe. Da habe ich mir jetzt auch noch mal eine mitgenommen, weil auch da hast du immer mal irgendwas, was du nicht greifen kannst oder wo du dann einfach die Zange zur Hilfe brauchst oder so. Da habe ich auch mal so Haken für die, wie sagt man, Gardinen in mein Regal geschraubt, wo ich dann meinen, und auch mit diesen Gardinenstängelchen habe ich an der Seite dran gemacht, weil ich es dann hier am Schrank, als ich den Rollo dran gemacht habe, nicht mehr gebraucht habe, dachte ich mir, hey, das tust du nicht weg, das packst du hier an den Schrank, an die Seite einfach dran, dann kannst du da die Seidenpapiere schön aufhängen. Das ist auch wunderbar. Dann kann ich ihn immer so abziehen und ja, stört nicht an der Seite. Und das ist dann schön aufbewahrt. Und dann habe ich halt auch so eine Zange gebraucht. Und da hatte ich dann aber nur diese ganz kleinen oder hier drüben bei für den Schmuck. Und für den Schmuck, muss ich ehrlich gesagt zugeben, möchte ich nicht für so grobere Sachen verwenden, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil das ist ja doch schon ein bisschen feineres Werkzeug, möchte ich jetzt mal behaupten. Und das kann ich mir jetzt einfach hier vorne irgendwo in eine Schachtel tun, in eine Box oder so, wo ich dann sage, okay, da habe ich wirklich die Werkzeuge drin, auch mit dem hier zum Beispiel oder mit meinem kleinen Hammer. Das ist mein kleiner Hammer, der ist da hinten. Und auch das hier, leider haben die diese Seitenschneider nicht, ne, für die Stanzen. Nur diese breiteren. Aber da habe ich auch eine riesen Zange, die tue ich jetzt rüber und dann habe ich bloß noch diese kleine hier, weil das nimmt halt alles Platz weg. Deswegen tue ich diese ganz große, die ich mir auch mal beim Action mitgenommen habe, dann rüber zu den Hauptwerkzeugen quasi und habe dann nur noch diese kleine da. Und das hier auch richtig gut für den Bastelbereich, weil es nicht geht. Doch jetzt. Man muss es ein bisschen lösen vorher. Da kann man vielleicht noch so ein Filzblättchen oder so drauf machen. Genauso wie hier, damit es einfach so ein bisschen weicher ist und unsere Bastelprojekte jetzt nicht unbedingt so zerdrückt, sage ich jetzt mal. Weil wir arbeiten ja eher mit Papier und so und nicht mit Holz. Aber gerade sowas hier, das hat halt, ich weiß nicht, das andere ist immer so schwer mit Metall und so. Und das ist halt ganz einfach und das kannst du hier auch noch mal so biegen, das heißt, du hast da dann nichts im Weg irgendwie. Ich fand das total cool und das ist halt ganz leicht, weil das aus Kunststoff ist und für unsere Sachen, also für meine Sachen, ich rede jetzt mal von mir, reicht es auf jeden Fall aus. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine riesen Werkstatt, wo ich das da verwende mit, was weiß ich, dicken Holz oder so, sondern für diese Projekte reicht ja so ein Kunststoff auch vollkommen aus und ich finde das einfach angenehmer, so was Leichtes in der Hand zu haben, anstatt dann so schwere Metallteile. Und ich zeige euch die mal, weil die habe ich nämlich da. Diese hier. Und die sind halt so schwer und unhandlich. Da bin ich schon echt manchmal, dachte ich mir schon, oh ne. Und die werde ich jetzt auch rüber tun zu unserem normalen Werkzeug. Dann ist das nämlich hier weg und ich habe da nur noch meine handlichen Teile hier. Und die habe ich mir direkt viermal mitgenommen, dass wenn du jetzt zum Beispiel mal wirklich so eine größere Box werkeln willst, dann kannst du dir die halt schön da dran spannen und fixieren. Oder wenn du auch mehrere hast. Als ich meine Boxen hier gemacht habe für die Papiere, ja, da kam halt auch einiges zusammen. Und diese Mechanik, schau, da musst du drehen und dann geht halt auch nichts weg. Ach, das ist der Griff. Aber wenn du dann mal schnell hoch und runter willst, geht halt wunderbar schnell und musst nicht erstmal von ganz oben bis runter drehen. Das hast du halt hier schon auch mit dieser Schiene, aber die hakelt dann und dann, da könnte ich manchmal aus der Haut fahren. Wenn du nicht ganz gerade bist, dann hakelt es dann manchmal so und es ist halt einfach so schwer und unhandlich, deswegen irgendwie liebe ich es, direkt alles auszupacken und von der Verpackung zu befreien.
So. Da könnte man, also manche Werkzeuge haben ja hier unten dann mal so eine Schlaufe, damit es zu bleibt. Ich überlege gerade, wenn man hier irgendwie so eine Klammer hinmacht, ob das dann zu bleibt oder so. Oder man macht sich so ein... Ich habe mir mal solche Teile mitgenommen für die Kabel mit Klett. Oder man macht einfach ein Klettband drum. Gummi bin ich nicht mehr so begeistert, weil die reißen dann irgendwann nach einer Zeit, wenn die porös werden. Und da ist ja doch schon Zug drauf, wenn das aufspringen will. Ja, aber das... Ich bin immer noch begeistert von diesen kleinen hier. Richtig gut. Genau die. Und dann habe ich eben für uns zu Hause den hier noch mitgenommen, weil du hier halt auch diese Bits hast. Und selbst wenn du sagst, okay, du arbeitest sowohl mit Handschrauber, weil das so ein bisschen mit Gefühl noch festgezogen werden muss oder so, dann kannst du diese Bits aber genauso gut für den Dings benutzen. Und der hat so eine Press-Funktion. Schau mal, wie viele Bits du da drin hast. Also richtig genial. Hey. Hey, hey, hey. Ja. Ach so, hier kannst du dann noch einstellen, dass der auf- oder zudreht und dann natürlich sich oder nicht durchdreht, sagen wir es mal so. Und das ist gesperrt. Also auch richtig cooles Werkzeug. Und halt günstig. Und ich will jetzt mal behaupten, mein Mann und ich sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die ständig irgendwo rumwerkeln, sondern du hast da dann mal vielleicht ein paar Möbelstücke, die man aufbaut oder mal was repariert oder abbaut oder so. Also wir benutzen halt seltener Werkzeug. Deswegen reicht mir sowas auch vollkommen aus. Das muss dann nicht irgendwie die Marke sein oder sonst irgendwas. Von daher bin ich damit vollkommen fein. Ja, genau. Das kommt rüber, das kommt auch rüber. Und das bleibt hier. So. Dann habe ich noch mitgenommen. Dieses Ding hier habt ihr schon mal gesehen. Das hatte ich ja auch für meine Kleine mitgenommen, eben als dieses Trageproblem entstand, weil sie es dann irgendwie doch immer rausgerissen hat, beziehungsweise rausgeholt hat. Und ich dachte, damit tue ich ihr einen Gefallen, aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das ein bisschen einfach zu schwer ist. Das ist aus Metall, da hat das schon ein Gewicht und für so ein kleines Menschlein ist das halt schon viel. Und wenn sie dann ihre Sachen da noch reintut, dann hat sie teilweise ihre, wie sagt man, ihre Blöcke und Bücher und so auch noch mit rein. Dann hat es das Gewicht falsch verlagert, dann ist alles rausgeflogen und so weiter und so fort. Genau, und hier dachte ich, das habe ich mir nämlich schon gedacht, als ich es das erste Mal gesehen habe und für meine Kleine mitgenommen habe, das werde ich mir wahrscheinlich, wenn es es dann noch gibt, nochmal holen für den Garten. Und ich habe ja auch die, zum Beispiel den Dünger, den man dann mit ins Wasser kippen kann. Und die Samen, wenn es dann wieder darum geht, zu säen, auszusäen und so weiter, möchte ich alles hier reinpacken und mir hier vielleicht auch noch mal was Schönes draufplotten. Irgendwie Gartenzeit oder die Wurzel allen Übels. Nein, Quatsch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwas Schönes halt für den Garten und dann kommt es auch mit den... Wobei nicht... Die Aufzucht mache ich ja eigentlich immer zu Hause, weil im Garten muss ich immer erst 20 Minuten hinfahren, 25. Und die Kleinen brauchen halt schon Viehpflege und ja, ich glaube, das lasse ich vielleicht doch hier, aber damit ich hier einfach alles reinpacken kann an Samen und so weiter, was ich halt brauche. Und ich habe mir aus so einer großen Flasche eben in so eine kleine Flasche diesen Dünger mit abgefüllt. Den werde ich hier auch noch mit reinpacken, so ein paar Tools, die man halt braucht zum Pikieren oder so. Ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt hier sage, Pikieren, weiß jetzt gar nicht.
um die kleinen Pflänzchen dann so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ja, das kommt dann alles hier rein und dann habe ich das nicht irgendwo rumfliegen. Ich habe die dann immer mit so Klammern zugemacht. Vielleicht packe ich mir die dann auch nochmal in so separate Beutelchen, wobei auf den Tüten steht halt auch immer alles drauf, ne? Ohne kann ich ja dann doch nicht. Oder ich beschrift's mir irgendwie anders und mache mir so Döschen. Das könnte ich machen, ne? So Döschen und dann mache ich so pro Sorte. Ich mache ja eigentlich immer das Gleiche. Salat zum Beispiel, Paprika, Zucchini geht eigentlich richtig gut. Gurke und sowas. Da haben wir schon einige geerntet. Vielleicht könnten wir mehr ernten, wenn wir es auf eine längere Zeit pflegen, weil irgendwann, es gibt halt immer eine Zeit, wo du nicht die Zeit findest oder wenn es dann wieder mehr in den Herbst rausgeht, dann lässt man es leider wieder schleifen, weil es halt dann von krankheitsbedingt oder sonst irgendwas wieder nicht funktioniert und dann, ja, ist es halt schon wieder zu Ende, wobei man vielleicht sagen könnte, das hätte man noch länger beernten können, aber dann könnte ich ja zum Beispiel solche Döschen machen, alles fest draufschreiben und dann immer die Samen da rein. Dann sind die auch gut verschlossen vor Feuchtigkeit und so. Muss ich mir mal überlegen. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Hier würden vielleicht die Tütchen ganz gut reinpassen. Wobei die größeren dann auch schon immer, ne? Ich muss einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Das kann man immer so vorher nicht sagen. Dann hat man wieder einen Einfall und dann ist wieder alles anders. So, dann habe ich hier mitgenommen. Ich liebe Disney. Deswegen nehme ich mir auch immer diese Lip Balsams mit. Und die lassen sich auch immer wunderbar auch verschenken. Hier mit Vajana. Dann fehlt hier einer. Tinkerbell. Und der gute Stitch. Der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Okay, die Tüte ist leer. Wo ist jetzt die... Wo ist Tinkerbell? Naja, kommt vielleicht noch. Und hier, das gab es auch in der Werbung. Ich glaube, die waren auch in der Werbung. Diese Bade... Brause, wie sagt man dazu? Da gab es aber, glaube ich, auch nur diese eine Sorte. Mit Schneewittchen und die sieben Zwerge. Be a friend you can trust. Naja, gut. Da ist schon gerissen. Freezer Set. Ist auch was auf Deutsch. Vegane Rezeptur, richtig cool. Nicht nur für empfindliche Haut. Nicht für empfindliche Haut geeignet, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, nicht für Kinder unter Sex geeignet. Nur zur äußeren Anwendung. Oberfläche können rutschig werden während Gebrauch. Augenkontakt vermeiden. Das wollte ich eigentlich für meine Kleine nehmen. Warum nicht unter Sex? Was macht das denn? Das sind doch normale Badezusätze, oder nicht? Freezer. Brausetablette. Ja, das wird schon hinhauen. Also bitte, die normalen Dinger sind doch auch so brausig und so. Mal gucken. Dann durfte sich meine Kleine dieses hier mitnehmen. Da gab es so Ohrstöpsel. Muss ich mal gucken. Sie hat schon mal welche gehabt mit ihrer Tony-Box. Das ist schon dieses AUX. Connector. Child-friendly. Naja, sie schaut kein Pokémon, ne? Aber ja, hat ihr halt gefallen. Und was mich immer dann tatsächlich auf die Gartensaison einstimmt, sind diese Kinderspielsachen. Ich weiß auch nicht, aber ich liebe das. Gerade so Seifenblasen liebe ich einfach. Ich zeige euch gleich noch was. Und da war ich richtig scharf drauf, weil ich das schon öfter jetzt gesehen habe und fand es mega cool. Also nicht nur die Kinder mögen Seifenblasen, sondern ich auch. Und ich glaube, so gut wie jeder aus meiner Familie. Wir mögen einfach Seifenblasen.
Ach so, genau. Also, das ist dieses Dip-Ding, da tut man die Sachen rein, also diese. Ach, das ist ja hier mit dabei, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Und dann kannst du halt hier rein. Und dann, was dann? Muss es wehen oder was? Scheinbar. Oder du machst halt dann diesen hier und dann weht, und dann dreht sich das Teil mit. Naja, gut. Also ich glaube, das Ding hat 2 Euro gekostet. Und dafür, dass die Kids dann hoffentlich eine Weile Spaß damit haben, war es mir das wert. Aber hält es da nicht dran? Es sollte schon halt. Ja, jetzt hält's. Gibt's hier die Biene und das Einhorn? Das lasse ich jetzt mal noch zu, das ist mir zu fummelig. Aber dann können die das halt. Oder gehört es da dran? Nee. Also zum Aufbewahren sicherlich. Aber wenn man es dann benutzt, dann dient das quasi als Schale, damit man das eintauchen kann. Und dann können sie ganz viele Seifenblasen machen. Und was der richtige Knaller war, ist das hier. Und das hat 2,79 gekostet. Ich habe an der Kasse nochmal nachgefragt. Und habe ich gleich noch ein zweites mitgenommen. Weil dann habe ich eins zu Hause, dass man das dann zum Beispiel irgendwo auch mal mit hinnehmen kann, wenn man jetzt nicht in den Garten geht. Man geht ja auch mal woanders hin. Sondern eins für den Garten und eins für zu Hause, für unterwegs zum Beispiel. Und das Ding ist einfach der Hammer. Diese Teile gibt es wohl noch in viel, viel größer. Aber für unsere Zwecke und für Kinderhände ist das natürlich ausreichend. Und es macht so richtige Schlangen. Also ich fand das selber richtig cool. Ich versuche euch da mal so einen kleinen Ausschnitt einzublenden. Und für das Geld 2,79 das Ding. Dann packst du 4 Batterien rein. Die hat man ja meistens eigentlich immer auf Vorrat zu Hause. Und dann passt die Sache. Also richtig genial das Teil. Und das waren die letzten 2. Die standen auch noch verstreut. Das heißt, ich hätte die nicht mal gefunden, wenn ich die jetzt irgendwie bei der Abteilung, wo es die Seifenblasen gibt, gesucht hätte, sondern die standen halt einmal in so einem, an so einer Kopfseite und einmal bei den, ich glaube, Sportsachen oder so. Also irgendwo drin und in dem Regal selber habe ich es gar nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich meine Kleine nochmal hintergeschickt. Weißt du noch, wo das steht? Dann geh mal schnell hin und hol das. Und ja. Super, deswegen habe ich auch keinen Preis gesehen, darum habe ich das erst an der Kasse erfragt. Und bei 2,79, hallo, die sind so genial. Oder ich bewahre das erstmal auf, weil das ist ja doch alles so ein bisschen Plastikzeug. Vielleicht hebe ich das auf als Reserve, dass wenn das andere kaputt geht oder so, keine Ahnung. Aber richtig genial. Und Seifenblasen gehen halt immer. Und da ich glaube, dass wir im Garten echt viel Seifenblasen benutzt haben und nicht mehr so viele davon haben, habe ich direkt mal wieder 2 von diesen Flaschen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die im Angebot waren oder ob die immer nur so wenig kosten, weil 99 Cent für so eine Literflasche, da kommst du erstmal eine Zeit lang hin. Also die Kinder, also wirklich jedes Kind mag Seifenblasen. Und auch meine Schwester, die ist dann immer mit voller Leidenschaft dabei, diese Seifenblasen zu machen. Ich mag es einfach sehr gerne, ja. Und mit diesen Teilen, das hat halt so viele, ne? Wenn die das dann so mal machen, ich glaube, das ist schon ganz cool. Dann noch unausgepackt gab es hier diesen Ball. Und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Hier in der Mitte ist so ein Saugnapf, damit er zusammenhält. Und wenn man den schmeißt, wie so ein Frisbee, soll der dann halt irgendwie aufgehen. Aber was ist der Sinn dahinter? Verstehe ich. Upsala. Ich verstehe es halt irgendwie nicht so ganz. Es macht schon trotzdem Bock irgendwie, den zu schmeißen und so, weil du dann auch nie weißt, wann der aufploppt. Plattball. Ist halt auch cool zum Aufbewahren, ne? Wenn du den einfach in den Rucksack steckst. Oder vielleicht ist es auch nur dafür gedacht. Jetzt habe ich den Karton weggeschmissen, ne?
dass das eher dafür gedacht ist, für die Aufbewahrung, wenn du den mitnehmen willst. Aber der schmeißt den auch so und der geht halt dann währenddessen auf. Aber gerade halt so für einen Rucksack oder so, wenn du dann irgendwie picknicken gehst oder keine Ahnung, kannst du den halt leichter verstauen, ne? Aber man soll den auch so werfen und dann soll der halt in der Luft aufgehen. Aber was jetzt? Ja, gut. Allein schon für die Aufbewahrung, glaube ich, ist es ganz praktisch, damit man den halt besser in den Rucksack bekommt und dann hast du halt einen Ball zum Spielen. Ja. Ist schon okay. Ich habe jetzt aber auch nochmal den Preis erfragt oder gesehen oder nochmal geguckt, aber gut. Dann mussten hier nochmal so ein paar Filzgleiter mit. Da werde ich mal gucken, ob ich die nicht direkt bestücke, wenn ich die schon parat habe, dass man hier einfach nochmal so Filz drüber packt, damit es nochmal weicher ist und nicht direkt irgendwie das Projekt, was man quasi fixiert, irgendwie kaputt macht oder so oder zusammendrückt. Und dann habe ich noch diesen Springball für die Emma mitgenommen. Ich glaube aber, dass ich den erstmal hier lassen werde. Muss ich mal schauen. Ich weiß auch nicht. Weil im Garten hat sie noch dieses Pferd. Ja. Aber muss ich mir mal überlegen, ob ich das nicht erstmal hier lasse und dann in den Garten bringe oder direkt in den Garten. Weiß ich noch nicht. Weil das kann sie, also ich, der Gedanke war halt so ein bisschen, dass sie den auch so ein bisschen als Sitzball nehmen kann. Muss man mal schauen, ob sie es denn auch so verwendet. Und dann habe ich hier diese Nüsse nochmal mitgenommen. Oder was heißt nochmal? Ich wollte die jetzt einmal probieren. Aber es gibt ja eigentlich von dieser Marke Choco Moment auch diese Erdbeervariante mit weißer Schokolade. Die haben sie jetzt in der E-Mail groß angekündigt. Neu im Sortiment, die gibt es schon öfter. Also die hatte ich jetzt schon öfter und ich liebe die einfach, aber die gibt es halt nicht dauerhaft. Und jetzt haben sie groß in der E-Mail geschrieben, neu im Sortiment oder wieder in unseren Filialen erhältlich. Und dann gehst du dahin und dann haben sie halt keine. Finde ich auch irgendwie ein bisschen gemein. Aber das ist ja oft so, ne? Dass man manchmal, je nach Filiale, die Sachen manchmal einfach verzögert kommen erst. Wobei, wenn man sie bewirbt, dann sollte man sie eigentlich schon da haben. Also das ist meine Meinung, wenn man jetzt sagt, okay, das kommt neu ins Sortiment, meinetwegen, dauert bei manchen etwas länger oder so, okay. Aber gerade so bei Aktionsware oder, ja, weiß ich nicht. Gerade wenn man halt Werbung dafür macht, E-Mails rausschickt und so weiter, sollte man es, finde ich, schon da haben. Ansonsten warte, bis die Filialen das haben. Aber gut, es ist jetzt nicht schlimm. Aber ich, ja, schaue halt immer wieder nach diesen, nach dieser erdbeerweiße Schokolade-Variante, weil ich die schon gerne mag. Jetzt habe ich mir letztes Mal diese Cappuccino-Variante mitgenommen. Die ist schon nicht schlecht. Ich bin halt jetzt auch nicht so der Riesen-Kaffee-Fan. Ich denke, da werde ich jetzt auch mal die zwei Packungen noch mit in die Arbeit mitnehmen und die eine Packung, die ich aufgemacht habe, noch so nach und nach vernaschen. Aber ja, die Erdbeere ist schon geil. Also die sind schon richtig gut. Und die sind halt, das sind halt nicht so Nüsse, das ist halt eher sowas, so puffy, so luftig einfach. So, die Tüte ist leer, mein Hals auch trocken. Und jetzt werde ich direkt mich dran machen und das ganze Zeug wegräumen. Alles, was in den Garten kommt, direkt auch wieder in die Tüte rein. Alles, was ich beplotten möchte, hier an die Seite, damit ich das immer irgendwie so einen Weg habe, damit ich es dann noch mache. Das hat das letzte Mal auch gut funktioniert mit meinen Ostersachen. Genau, die Stempel muss ich dann wieder in meine Hüllen packen. Ich glaube, das interessiert euch nicht, wenn ich euch da mitnehme, oder? Das Video ist jetzt eh schon elendlang. 1,40, hey. Ich glaube, das werde ich splitten in zwei Teile, du, weil sonst ist das wieder so viel auf einmal. Aber das werdet ihr dann eh merken oder habt es schon gemerkt. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall wunderschöne Tage, wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.